Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die FDP-Führung hat in der Auseinandersetzung mit Jürgen Möllemann einen Dämpfer erhalten. Der Versuch, den früheren Spitzenpolitiker der Partei wegen der Spenden- und Flugblattaffäre aus der nordrhein-westfälischen Landtagsfraktion auszuschließen, ist gescheitert. Der Antrag, für den auch FDP-Chef Westerwelle geworben hatte, verfehlte in der Fraktion die nötige Zweidrittelmehrheit knapp um eine Stimme. Über das weitere Vorgehen beriet am Abend der Landesvorstand in Ratingen. Der Landesvorstand der Liberalen erfuhr heute zum zweiten Mal, dass die Fraktion gegen die gemeinsame Absprache handelte. Im letzten Sommer war es der Fall Karsli, jetzt auch beim Versuch, Möllemann auszuschließen. Die Krisensitzung heute Abend hat nur ein Ziel. Der Ausschluss Möllemanns aus der Partei muss rasant beschleunigt werden, denn allein der finanzielle Schaden geht schon in die Millionen. Wir haben natürlich überhaupt keinen Überblick darüber, wie hoch die Strafen letztendlich sein werden. Aber das droht in der Größenordnung ein Gesamtschaden, der sicher in der Größenordnung von 5 Millionen liegt. Sicher ist aber, dass zumindest der Schaden, den wir heute kennen, bei optimalem Verlauf irgendwo in der Größenordnung etwas über 1 Million Euro liegt. Nicht einmal Jürgen Möllemann selbst hatte heute Morgen auf dem Weg zur Abstimmung mit dem Ergebnis gerechnet. Später auf die Frage, was er jetzt anstrebe, versprach er: Ich strebe kein Amt in der Parteiführung, in der Fraktionsführung mehr an. Der Fraktionsvorsitzende Wolf hätte das Desaster verhindern sollen, meinten Möllemann Gegner und Wolf selbst. Wie Herr Möllemann das in den letzten Tagen natürlich auch emotionalisiert hat, ist es durchaus nachvollziehbar, dass das bei dem einen oder anderen verfangen hat. Bitter für Andreas Pinkwart. Er war angetreten, Möllemann abzulösen und von der Landespartei erst im Dezember als Nachfolger gewählt worden. Aufgeben, klein beigeben, kein Gedanke. Wir wollen deutlich machen, dass die FDP ihren Kurs ohne Herrn Möllemann fortsetzen wird. Hier kann es keine Zusammenarbeit geben. Eine Idee, die Mitgliedschaft Möllemanns ruhen zu lassen, wird zur Stunde noch diskutiert. Zur Krisensitzung des nordrhein-westfälischen FDP-Vorstandes, jetzt direkt aus Ratingen, Michael Heussen. Soeben ist der Vorstand herausgekommen aus dieser Sitzung. Es hat keine Entscheidung darüber gegeben, ob Möllemanns Mitgliedschaft jetzt tatsächlich ruhen soll. Diese Entscheidung will man sich vorbehalten für eine spätere Sitzung. Man hat nochmal sehr ausdrücklich bedauert, dass heute die Landtagsfraktion keine andere Entscheidung getroffen hat. Will sich dann aber jetzt will erstmal abwarten, was die Bundestagsfraktion nächste Woche machen wird. Schließt sich auf jeden Fall der Meinung der Bundestagsfraktion an, dass Möllemann ausgeschlossen werden soll in nächster Zeit. Und Möllemann wird jetzt ultimativ aufgefordert, seine Mandate niederzulegen, also sowohl sein Landtagsmandat und sein Bundestagsmandat. Und damit zurück nach Hamburg. Nach der dramatischen Niederlage der SPD bei den Landtagswahlen will die Bundesregierung die Reform der Sozialsysteme beschleunigen. Ein umfassender Entwurf für das Gesundheitswesen soll nun bereits im Frühling vorliegen, wie Ministerin Schmidt heute mitteilte. Auch die Rürup-Kommission solle ihre Vorschläge für die Finanzierung entsprechend früher präsentieren. Die CDU lässt jetzt von einer eigenen Kommission Reformkonzepte erarbeiten. Die Gewerkschaften machten indessen in Berlin für ihre Forderungen mobil. Die Gewerkschaften machten heute bei Ulla Schmidt mit einer Unterschriftenübergabe Werbung für ihre Ideen einer Gesundheitsreform. Doch das Debakel bei den Landtagswahlen hat Schmidts Pläne bereits überholt. Die von ihr eingesetzte Rürup-Kommission soll jetzt bereits im März oder April Vorschläge für die künftige Finanzierung des Gesundheitssystems vorlegen. Sie sollen dann einfließen in den Gesetzentwurf der Ministerin, die bisher nur die Ausgabenseite reformieren wollte. Doch jetzt gilt ein neuer Plan. Dass wir die Teile, die zur Gesundheitsreform gehören, auch so vorziehen, dass wir im März, April in einen gemeinsamen Gesetzentwurf auch münden können, damit wir wirklich sagen, wir haben die systemimmanenten Strukturen, nämlich das, wie soll die Leistung erbracht werden, wie sollen die Verträge gestaltet werden und dann die Frage auch der Finanzierung, die wir dazu nehmen können. Der Druck auf eine schnelle, umfassende Reform kommt sowohl aus dem Kanzleramt als auch von der Union. Die stellte heute Roman Herzog als Vorsitzenden ihrer Kommission zur Reform der Sozialversicherung vor. Sie soll, ähnlich wie die Rürup-Kommission, über die langfristige Sicherung der Sozialsysteme diskutieren. Für die kurzfristig anstehenden Reformen wartet die Union auf Vorschläge der Regierung. Wenn die Bundesgesundheitsministerin etwas vorlegt, was, sagen wir mal, besprechbar ist, dann kann man darüber reden. Der Bundeskanzler hat in Aussicht gestellt, dass er eventuell auch vor Gesetzesberatungen schon auf die Union zugehen will. Das muss nun aber denn alles erstmal passieren.
Mit der Festlegung auf eine umfassende Reform kommt die SPD den Forderungen der Union weit entgegen. Nur zwei Tage nach den Landtagswahlen zeigt das neue Kräfteverhältnis im Bundesrat schon seine Auswirkungen. Bundeskanzler Schröder ist unter bestimmten Bedingungen bereit, den Kündigungsschutz zu lockern. Voraussetzung sei, dass die Arbeitgeber neue Stellen in messbarem Umfang garantieren, sagte Schröder im ZDF. Allerdings, so fügte er hinzu, habe sein Amtsvorgänger Kohl mit einer Liberalisierung beim Kündigungsschutz keine nennenswerte Wirkung auf dem Arbeitsmarkt erzielt. Im Kampf gegen den internationalen Terrorismus wollen Deutschland und die USA ihre Zusammenarbeit verstärken. Bundesinnenminister Schily und der Leiter der US-Heimatschutzbehörde Rich vereinbarten, eine deutsch-amerikanische Expertengruppe einzurichten. In Washington kam Schily außerdem mit Justizminister Ashcroft zusammen. Mit dem amerikanischen Justizminister John Ashcroft arbeitet die deutsche Regierung ohnehin eng zusammen, wenn es um die Strafverfolgung mutmaßlicher Terroristen geht. Heute ging es Innenminister Schily bei seinen Gesprächen um die Verhinderung von Terroranschlägen. Wir sind ja als entwickelte Gesellschaften sehr stark auch auf die Informations- und Kommunikationstechniken angewiesen. Und das kann auch ein Angriffspunkt sein für terroristische Aktivitäten. In Amerika haben deshalb sogar schon viele Bürohäuser aufwendige Sicherheitssysteme eingerichtet. Über die Arbeit der staatlichen Behörden tauschte sich Schily mit dem neuen Heimatschutzminister Tom Ridge aus. Wir werden noch mal sehr genau studieren, wie die Coast Guard funktioniert in Amerika, ob wir uns davon einiges abschauen können. Wir haben in Deutschland eine aktuelle Diskussion über Luftpolizei. Wie Sie wissen, ich habe einen Vorschlag in dieser Richtung gemacht. Und da wollen wir auch schauen, wie die Amerikaner sich mit diesen Problemen befassen. Auch in der Trauer um die verunglückten Astronauten verliert Amerika die Sicherheit nicht aus den Augen. Die Terrorbekämpfung ist der Bereich, bei dem die deutsch-amerikanische Zusammenarbeit noch am reibungslosesten funktioniert. Jedenfalls, was die Innenpolitik angeht. Aber für Washington hat Terrorbekämpfung auch eine außen- und militärpolitische Seite. Und da hören zurzeit die Gemeinsamkeiten auf. Frankreich beharrt in der Irak-Krise darauf, den UN-Waffenkontrolleuren mehr Zeit einzuräumen. Bei einem Gipfeltreffen in Lake Touquet gelang es dem britischen Premierminister Blair nicht, Staatspräsident Chirac auf einen härteren Kurs einzuschwören. Chirac betonte, es bleibe noch viel Zeit für eine friedliche Lösung. Einig waren sich beide Seiten, dass der Irak über den UN-Sicherheitsrat entwaffnet werden müsse. Der britischste Flecken Frankreichs, das 5000-Seelen-Nest Le Touquet am Ärmelkanal. Vor 100 Jahren von Engländern gegründet, war dieser Ort als Zeichen der Versöhnung vom französischen Protokoll nicht schlecht gewählt. Denn im Vorfeld dieses Spitzentreffens hatte es zwischen beiden Staatschefs heftigen Krach gegeben. In der europäischen Agrarpolitik, in der Irak-Frage und zuletzt beim Unterstützerbrief für US-Präsident Bush, den auch Tony Blair gegen die Position Frankreichs und Deutschlands unterschrieben hatte. Trotz der Sympathiebekundungen der britisch-freundlichen Bevölkerung in der Frage des Irak-Konflikts sind sich beide Seiten keinen Jota näher gekommen. Bis wirklich nichts mehr geht, können wir noch sehr viele friedliche Mittel einsetzen, um die Entwaffnung des Iraks auch zu erreichen. So viel Zeit will der britische Staatschef Saddam Hussein dagegen nicht mehr gewähren. Am 14. Februar kommt der Bericht der Inspektoren heraus. Den werden wir sehr genau zu prüfen haben. Der Konflikt in der Irak-Frage darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es zwischen Briten und Franzosen Gemeinsamkeiten in der Rüstungspolitik gibt. So planen beide Seiten den gemeinsamen Bau von Flugzeugträgern für Europa. Russland und die USA haben in der Irak-Krise eine enge Abstimmung vereinbart. Einen Tag vor der mit Spannung erwarteten Sitzung des UN-Sicherheitsrates telefonierte US-Präsident Bush mit seinem russischen Amtskollegen Putin. Beide hätten sich für fortgesetzte Kontakte gemeinsam mit anderen Staaten ausgesprochen, teilte der Kreml mit. Morgen will US-Außenminister Powell dem Sicherheitsrat neue Informationen über irakische Rüstungsverstöße vorlegen. Die Minister sind im Anflug, höchste Sicherheitsstufe, deshalb schon heute. US-Außenminister Paul will den Widerstand im Sicherheitsrat aufbrechen. Vor der Presse hält der deutsche Botschafter als Sicherheitsratsvorsitzender an einem weiteren Zwischenbericht der Waffeninspektoren am 14. Februar fest. Alles andere lässt er offen. Die deutsche Position ist nur, wir nehmen nicht an einer Militäraktion teil. Mehr hat der Kanzler nicht gesagt. Wir haben nicht gesagt, dass eine Militäraktion innerhalb einer politischen Strategie ausgeschlossen werden kann. Also möglicherweise
innerhalb eines neuen Ultimatums. Der irakische Botschafter will dies verhindern und verspricht eine noch aktivere Zusammenarbeit. Wir tun unser Äußerstes und werden noch mehr tun, um voll zu kooperieren. Chefinspektor Blix wird erneut nach Bagdad fliegen, um das zu testen. Von der US-Präsentation morgen erwartet er vor allem Fakten, harte Fakten werden alle beeindrucken, aber wenn die Beweise dünn sind, wird das die andere Richtung beeinflussen. Es geht nicht um neue, eklatante Beweise, sondern eine insgesamt überzeugende Argumentation soll morgen die Zauderer weltweit und im eigenen Land von der Notwendigkeit eines Militärschlags überzeugen. Bushs Rede vor der Nation in der vergangenen Woche hat schon die bröckelnde Zustimmung der amerikanischen Bevölkerung wieder steigen lassen. Morgen soll Paul diesen Trend verstärken. Die beiden letzten jugoslawischen Teilstaaten, Serbien und Montenegro, bilden künftig einen Staatenbund. Nach dem jugoslawischen Oberhaus stimmte am Abend auch das Unterhaus in Belgrad der neuen Verfassung zu. Die Bundesrepublik Jugoslawien wird damit aufgelöst. Die neue Union gilt als Voraussetzung für eine Annäherung an die EU. Bei der US-Weltraumbehörde NASA in Houston fand heute die offizielle Trauerfeier für die 7 verunglückten Astronauten der Columbia statt. Neben Angehörigen und Kollegen der Astronauten nahm auch US-Präsident Bush an der Gedenkfeier teil. Die US-Regierung will trotz des Unglücks das amerikanische Raumfahrtprogramm fortsetzen. Es ist ein schwerer Gang für den amerikanischen Präsidenten. Wie so oft in der Vergangenheit muss er der Nation auch heute wieder in einem traurigen Moment Trost spenden und ihr gleichzeitig Zuversicht vermitteln. Die Gedenkfeier für die 7 Opfer findet auf dem Gelände des Johnson Space Center in Houston statt. Hier hatten sich die Astronauten das letzte Mal aus dem All gemeldet, bevor am 1. Februar für immer der Kontakt abbrach. Die Schwerkraft zu überwinden, sagte der Präsident vor wenigen Minuten, ist ein alter Traum der Menschheit. Für diese 7 Astronauten war der Traum in Erfüllung gegangen. Jeder von ihnen hatte die nötige Hingabe und Disziplin, die für so eine schwierige Mission vonnöten sind. Und jeder von ihnen wusste, dass große Herausforderungen mit großen Risiken verbunden sind. From great risks. Während der Präsident noch spricht, geht die Suche nach tausenden Trümmerteilen der Columbia, die vor allem im Bundesstaat Texas niedergegangen waren, weiter. Etwa 200 Kilometer von der Trauerfeier entfernt in diesem Wald wurde gestern Abend ein großer Teil der Shuttle-Nase gefunden. Er hat sich 7 Meter tief in die Erde eingegraben und ist der bislang wichtigste Fund. Auch eine Hitzekachel wurde entdeckt. Die Trauerfeier im Johnson Space Center ist vor wenigen Minuten zu Ende gegangen. Sie war nicht öffentlich, aber den ganzen Morgen legten Amerikaner Blumen und Botschaften am Eingang nieder. Im Gedenken an die 7 Astronauten, die ihren Versuch, Grenzen zu überwinden, mit dem Leben zahlen mussten. Vom Ort der Trauerfeier nun live Patricia Schlesinger. Die Trauerfeier ist hier wirklich vor wenigen Minuten zu Ende gegangen. Präsident Bush hat eine sehr emotionale, sehr bewegende Rede gehalten, in der er jeden einzelnen Astronauten würdigte. Diese Rede bot Trost, aber auch Ausblick. Wir lassen uns nicht stoppen durch solche Unglücke. Die bemannte amerikanische Raumfahrt wird fortgesetzt. Das war seine Botschaft. Nach diesem Tag der Trauer hier in Houston geht die amerikanische Regierung nun zur Tagesordnung über und damit zu den Kriegsvorbereitungen. Schon morgen wird es einmal mehr vor dem UN-Sicherheitsrat darum gehen, in welcher Koalition die Amerikaner in den Krieg ziehen. Anlässlich der Trauerfeier für die Columbia-Opfer bringt das Erste um Mitternacht eine Sondersendung mit dem Titel »Die Columbia-Tragödie – Amerika trauert«. Im Tarifstreit bei der Lufthansa soll Hamburgs ehemaliger erster Bürgermeister Klaus von Donani als Schlichter vermitteln. Dies teilten das Unternehmen und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi heute mit. Donani sagte, die Schlichtung könne frühestens Mitte des laufenden Monats beginnen. Die Tarifverhandlungen bei der Lufthansa waren vorige Woche vorläufig gescheitert. In Köln wurde heute die erste schwarz-grüne Koalition in einer deutschen Millionenstadt besiegelt. Die Fraktionsvorsitzenden von CDU und Grünen unterzeichneten im Rathaus den Koalitionsvertrag. Im Mittelpunkt der Vereinbarung steht ein Sparkurs für den städtischen Haushalt. CDU und Grüne wollen 55 Millionen Euro pro Jahr einsparen. In Nordrhein-Westfalen regieren schwarz-grüne Bündnisse zurzeit in 19 Rathäusern, zumeist in kleineren Städten.
Neue Funktion für Sigmar Gabriel. Der scheidende Ministerpräsident von Niedersachsen wurde von der SPD-Landtagsfraktion zum neuen Vorsitzenden gewählt. Zwei Tage nach der verheerenden Wahlniederlage votierten 58 SPD-Abgeordnete für Gabriel, 4 gegen ihn. Gabriel schloss zugleich aus, dass er sich um den SPD-Landesvorsitz bewerben werde.